Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Sieg des Lebens über all das, was das Leben hindert. Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Davon wollen wir miteinander singen, vom Lied Christ ist erstanden. Im Gesangbuch steht es unter der Nummer 99. Wir beten mit Worten aus Psalm 118. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Osterevangelium steht im Markus-Evangelium im 16. Kapitel. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß.
Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Lob sei dir, o Christi. Liebe Schwestern und Brüder, wann beginnt der Morgen? All das beginnt der Morgen, wenn der Wecker mich aus dem Nachtschlaf reißt. Gefühlt immer wieder viel zu früh. Oder beginnt der Morgen genau dann, wenn die Sonne aufgeht? Die Wetter-App auf meinem Handy zeigt mir täglich die ganz genaue Uhrzeit an. Warum auch immer ich dieses wissen muss. In der jüdischen Weisheit heißt es, der Morgen beginnt dann, wenn ich im Angesicht des Menschen neben mir meine Schwester oder meinen Bruder erkenne. Dann, wenn aus einem dunklen Nebeneinander ein menschliches Miteinander wird. Dann, wenn das Bedrohliche der Nacht dem Lächeln eines Menschen weicht. Wenn mein Herz durch sein Lächeln froh wird. So einen Moment feiern wir an Ostern. Da scheint ein Strahl der Ewigkeit mitten hinein in mein Leben. Da wird es ein klein wenig hell in mir, ganz gleich in welcher Farbe sich mein Leben auch gerade anfühlt. Da zeigt sich der Bote Gottes den trauernden Frauen in einem langen weißen Gewand in der Grabhöhle, in der sie den Leichnam Jesu traurig bestattet hatten. Ostern ist in diesem Jahr viel leiser und auch unscheinbarer als in den anderen Jahren. Da spielen wir Bläser nicht laut und mit viel innerer Freude Christus erstanden in einer gut gefüllten Kirche. Ostern feiern in diesem Jahr viele Menschen alleine, im Krankenzimmer, im Pflegeheim. Alleine in der kleinen Wohnung oder mit dem Ehepartner und Kindern, ohne Großeltern und ohne Freunde. Es ist ein leises Fest, aber kein Fest, was dadurch weniger hell ist. Gott braucht nicht das große Flutlicht und das große Publikum, sondern eher den kleinen Schein der Osterkerze. Gott braucht das offene Herz, wo die Kerze hineinscheinen kann. Wir feiern den Moment, an dem wir Christen neu hören: Gott hat dem Tode die Macht genommen. Er hat das Dunkel erhellt. Und wir ahnen, dass jenseits dieses Lebens, jenseits meines Denkens und meiner Fantasie, jenseits unserer menschlichen Vorstellungskraft, Gottes Ewigkeit auf uns wartet. Jesus lebt und mit ihm auch ich. Diesen kleinen Lichtstrahl inmitten meines Lebens feiern wir an Ostern. Und er wird erkennbar im Lächeln eines Menschen neben mir, auch auf Distanz. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesegnetes und frohes Osterfest. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam das Lied singen: Wir wollen alle fröhlich sein. Die Nummer 100 im evangelischen Gesangbuch. Wir singen die Strophen 1 bis 3.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Lebendiger Gott, wir preisen dich. Du bist der Morgen, du bist der Abend, der Anfang und das Ende der Zeit. Von dir kommt alles, was geschieht. Leite uns mit deiner Lebenskraft auch durch die dunklen Zeiten. Halte unsere Hoffnung wach. Stärke unser Vertrauen und unsere Liebe, unser Mitgefühl und unsere Geduld. Wir rechnen mit dir. Du bist das Leben. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vom eben begonnenen Lied 100 singen wir jetzt die Strophen 4 und 5. Und so gehen Sie in dieses Osterfest mit der Gewissheit, Christus lebt und wir in ihm. Und das Lächeln eines Menschen ist ein kleines Zeichen auf Ostern hin. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen. Thank you.